große Ratte. Brave Ratte. Große Ratte ist tot. Was hast du bewacht? Oh, das waren deine Babys. Oh. Oh, oh. So viele Babyratten. Dann haben die Rattenmama getötet. Und weil ich dich getötet habe. Das ist ein schlagkräftiges Argument. Siehst schon viel cooler aus. Oh yeah. Oh, Virgil. Der hätte einfach mal jemand gebraucht, der ihn knuddelt, glaube ich. Und Leben. Das ist auch noch ein dicker Zombie. Das ist ein Horrorspiel. Es tut mir leid, wenn ich euch erschrecke. Wir hatten gerade wieder Farbe. Du doofer Zombie, ey. Hier noch irgendwas? Nee. Also, ich meine, ihr tut mir nichts und es tut mir echt leid, euch töten zu müssen, aber... Ich mag es einfach nicht, wenn Leute vor mir beten. Betet mich an. Ich bin der neue Retter. Ja, ja. Siehst du? Doch, die Waffe war spitz und sehr scharf. Also ein Messer. So wie ein Pfeil oder ein Messer? Was es auch war, jetzt ist es weg. Wir haben den Raum durchsucht. Dann hat der Mörder die Waffe mitgenommen. Direkt davor. Darf ich mir die Leiche ansehen? Natürlich. Mögen die Götter dich sehen lassen, was ich nicht sehe. Na dann, untersuchen wir mal die Leiche. Wir sind die beste Ermittlerin aller Zeiten. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann keine Leiche mehr. Das ist gut. Hier geht's weiter runter. Und das ist die Ratte. Gehen wir erstmal hier lang. Ich glaube, da führt's um die... Nein! Hilfe! Da ist ein Loch im Boden. Ich hab das Loch nicht gesehen. No! Ab. Was? Anfangs dachte ich an... Deckard und wie heißt er? Oh! Alles klar. Alles klar, ich ändere kurz die Szene und wir machen einfach weiter. Okay. Da bricht er zusammen. Der Typ ist tot. Wir haben es geschafft. Kleine Titanscherbe und hier ist ein Untot. Nein! Nein! Oh nee, nicht schon wieder die Dinger. Lass mich los! Macht wirklich Spaß, sie zu töten. Puff! Oh. Treff dich immer noch. Deine Deckung ist nicht besonders gut. Okay, den sieht immer noch keiner. Was gehört. Oh Gott, er kommt. Uhuhu. Teil 2 des Plans. Ich glaube, der sieht jetzt gleich die Leiche. Wir haben ein tollwütiges Dschungelvieh erschossen. Aber da sind noch mehr. Wir halten sie auf, solange es geht. Ist er immer noch unsichtbar? Basislager, das Signal lässt nach und rauscht. Basislager. Bitte kommen, Basislager. Stipp, stipp leise. Dankeschön. Lalalala. Upsi. Ein guter Käse ist immer laut. Ah, nein, nein, nein. Sieh raus. Wir haben ihn gleich. Noch eine Runde vielleicht. So. Der geht schon. Ja, wir machen es unelegant. Egal. Hauptsache, er stirbt irgendwann. Möchtest du nicht kommen? Hallo, ich bin hier. Stirb.
Mist, ich bin zu groß für die Tür. Ach, das ist die Dämonenseele, die wir gebraucht haben. Okay, ich verstehe. Ich glaube, da ist keiner drin. Oder? In der Tür? Nee? Gut. Okay. Ach, wieder rausgehen? Oh, okay. Ich versuch's gleich. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human. Oh Gott, die hat komische Puppen bei sich. Eine Geburtstagstorte. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Wir sind drei. Dear what? Habe ich keinen Namen? Siehst du's? Fuchs und Hund. Oh mein Gott, danke. Oh mein Gott. Lebt ihr noch? Oh mein Gott, es tut mir so unfassbar leid. Oh mein Gott. Und wie könnte er besser starten als mit diesem Stream? Oh mein Gott, Leute, es tut mir so leid. Ich bewege mich einfach nicht. Das wäre cool. Der Eimer ist leer. Oh. Die Musik verheißt Gutes, würde ich sagen. Hier ist ein Dokument. Nimm es. Er war doch böse. Ich dachte, er wäre lieb. Ich habe noch volles Leben. Oh Gott. Er ist tot. Jetzt wissen wir, woran wir immer gestorben sind. Der explodiert. Oh mein Gott. Ja, sie flutschen raus. Einwandfrei. An sich sind die auch sehr, sehr niedlich. Ich zeige sie euch mal hier auf dem kleinen Teller. So sehen sie aus. Eigentlich recht cute, oder? Also man sieht halt, da ist die Himbeere wieder so rausgekommen, aber an sich, ich finde, es kann sich sehen lassen. Ich bin voll aus der Puste. Boah, weißt du, wie anstrengend das war? Zweimal aufstehen. Das ist schon Sport für heute. Das riecht schon gut. Das riecht mega gut. Ich probiere jetzt einmal. Hi. Ja. Oh Gott. Okay. Ich habe das Gefühl, mein Mund ist taub.